Die drei unnötigsten Nintendo Speedruns, die die Welt nicht gebraucht hätte. Platz Nummer 3 ist Wii Sports in nur 7 Minuten. Und wer jetzt von euch denkt, boah, das ist auch mega interessant, der hat locker voll geile Glitches rausgefunden, lass mal anschauen. Den muss ich leider enttäuschen, er spielt halt einfach nur jede Sportart einmal durch. Ich gratuliere. Platz Nummer 2 ist Among Us und da hat jemand alle Aufgaben auf allen Maps in nur 24 Minuten geschafft. Das Spiel kann man offiziell nicht mal durchspielen, aber Hauptsache sich irgendeine Challenge aus den Arsch ziehen oder was. Wer jetzt nicht reinfolgt ist sus. Und Platz Nummer 1 macht da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar hat jemand in Mario Kart 8 alle 48 Strecken in 1 Stunde und 48 Minuten durchgespielt. Dass der Rekordhalter ein Japaner sein muss, war mir ja ganz klar.